Ich bin's, Alena. Schön, dass du wieder mit dabei bist am heutigen Mittwoch- oder Samstagsvideo. Wir werden es kurzfristig entscheiden müssen. Ich habe heute das lang ersehnte Putzplan-Update für euch. Das heißt, ich habe meinen Putzplan aus 2018, ist ja nun auch schon ein paar Tage her, mal gründlich überarbeitet. Den findet ihr übrigens kostenlos zum Downloaden auf meinem Blog. Den alten verlinke ich euch unten. Und auch den neuen, den wir heute zusammen durchputzen, findet ihr natürlich auch auf meinem Blog. Das ist dann der zweite Link unten in der Infobox. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. So, das ist jetzt der Putzplan nur für die Küche. Es gibt für jeden Raum in der Wohnung so einen Putzplan, wo die Aufgaben nach täglich, wöchentlich und monatlich und vierteljährlich aufgeteilt sind. Bedeutet, nach meinen Berechnungen müsste ich mir somit eigentlich den Frühlings- und Herbstgroßputz sparen können und ich bin gespannt, ob es klappt. Natürlich muss die liebe Alena erstmal noch einen großen Schluck Kaffee trinken und sich die Musik wieder einschalten. Bitte nicht wundern, warum ich heute komisch klinge. Ich bin erkältet, habe eine Mittelohrentzündung auf dem rechten Ohr und bin jetzt diese Woche krankgeschrieben. Das heißt, ich musste aber trotzdem Wohnung aufräumen. Es hilft ja nun mal nichts. Also ging es jetzt in der Küche erstmal los. Bei dem alltäglichen Putzplan, es hat mich in Realzeit, wenn ich das Kamera umstellen und immer an- und ausmachen rausrechne, dann hat mich das Ganze eine halbe Stunde gekostet, in Normalzeit. Ist also meiner Meinung nach machbar, um eine vorzeigbare Wohnung zu haben, die jetzt nicht zu 100% perfekt ist. Es muss auch nicht jeden Tag perfekt sein. Ich finde, es reicht auch völlig, wenn sie zumindest vorzeigbar ist und nicht wie einmal explodiert aussieht. Bei uns hat sich wieder ein bisschen was getan. In den heiligen vier Wänden oder in der heiligen Halle, besser gesagt. Im Übrigen benutze ich zum Waschbecken ausspülen immer kaltes Wasser mit dem ganz normalen Allzweckreiniger. So, die DIY-Putzmittel, was so meine allerliebsten Rezepte sind, die findet ihr natürlich auch bei dem Putzplan mit dabei. Und das war es auch schon in der Küche und wir sind schon im Bad. Wie ihr sehen könnt, die Küche waren 5 Minuten, noch nicht mal. Beim alltäglichen Putzen geht es mir eigentlich nur darum, das wirklich Gröbste zu beseitigen und die Dinge, die nicht an ihrem Platz sind, wieder zurückzuräumen. Es gibt dann so Besonderheiten wie zum Beispiel im Bad, den Badspiegel. Mir alleine, obwohl es im Putzplan drinsteht, würde es jetzt nicht reichen, nur die gröbsten Flecken wegzumachen. Ich brauche den immer hyper, super sauber und das ist bei mir eine Macke. Genauso wie ich jeden Tag auf eine frisch geputzte Toilette bestehen muss. Ist halt so bei mir, ne? Kennt er bestimmt. Das Waschbecken brauche ich natürlich auch sauber und die Toilette ist drin, auch wenn ihr euch immer wieder wundert, warum ich die rausschneide. Ich hasse Toilette putzen. Es muss aber erledigt werden und dazu nehme ich auch den ganz normalen Badreiniger, der im Endeffekt nichts anderes ist wie der Allzweckreiniger, nur mit noch ein paar Tropfen Teebaumöl zwecks der Desinfektion. Der Lappen geht danach natürlich sofort in die Wäsche, nachdem ich die Toilette geputzt habe. Auch immer schön von außen nach innen wischen die Toilette und im Anschluss wasche ich mir natürlich auch die Hände. Ich nehme auch immer ein bisschen Allzweck oder Badreiniger und kippe das in die Toilette, um dann die Toilette von innen auch sauber zu machen. Und wie ihr seht, es ist strahlend weiß. Also ich brauche keinen Schmutzradierer, ich brauche keine Hardcore-Putzmittel. Und genau, im Anschluss dann daran werden die Hände gewaschen, nochmal kurz überall schnell drüber gewischelt mit den Handtüchern, die sowieso in die Wäsche müssen. Da ich ja gerade erkältet bin, bedeutet, ich wechsle die Handtücher jeden Tag. Im Wohnzimmer seht ihr zum allerersten Mal unser neues Sofa. Das andere, was wir ja im März 2019 erst bekommen haben, ist leider kaputt gegangen. Es hatte, also war somit ein Gewährleistungsfall und der Hersteller hat dann sich nach ein paar E-Mails auch bereit erklärt, das Ganze natürlich zurückzunehmen und auszutauschen. Und für dieses Sofa haben wir jetzt 50 Euro mehr bezahlt. Also nur noch 50 Euro drauf gezahlt und das alte wurde mitgenommen und das neue wurde gebracht und genau. Hat leider jetzt so den Nachteil, dass ich da die Spiele nicht mehr drunter kriege, aber wir viel mehr Liegefläche haben und es auch viel angenehmer gepolstert ist als das andere.
Obwohl wir uns jetzt erstmal alle an den neuen Look gewöhnen müssen. Auch im Wohnzimmer geht es mir darum, nicht perfekt alles sauber zu kriegen, so in meinem alltäglichen Putzplan, sondern wirklich nur das Grobe und das, was nicht an seinem Platz liegt. Mir ist auch gestern Abend von der Bildergalerie ein Bild von unserem großen Sohn runtergefallen. Der Nagel hatte sich gelockert. Das heißt, ich muss heute noch das kleine Loch vom Nagel zugipsen und den Nagel neu setzen und dann kann ich das Bild auch wieder aufhängen. Und ich muss mir dann noch einen Platz suchen für die Spiele, die ja erst unterm Sofa waren, aber das drängelt jetzt heute auch nicht. Bei diesem alltäglichen Putzplan, wenn sich in der Familie jeder dran beteiligt, es gibt zu jedem Raum auch eine Leiste, also nicht nur was ist dran, wann ist es dran, sondern auch wer macht es. Das heißt, ihr könnt eure komplette Familie mit einspannen, wenn das möglich ist und wenn sie das machen wollen, dann ist das natürlich klasse. Oder aber wenn sie dazu absolut keine Zeit haben, dann ist es natürlich auch eine tolle Möglichkeit, dass man sich einfach so ein bisschen am Zippel reißt, würde ich jetzt sagen, und nicht alles stehen und liegen lässt, wo man gerade geht und steht. So hat man es dann als Frau eben doch ein bisschen einfacher. Was der Kleine alles so unter seinem Kopfkissen sammelt, jeden Morgen, herrlich, absolut herrlich. Ich habe heute auch in jedem Raum das Licht angehabt zum Putzen, damit ihr was sehen könnt. Ich habe das nämlich jetzt gleich in der Früh erledigt, dass ich den Rest des Tages einfach Zeit habe, um mich auszuruhen, um mich zu entspannen und natürlich auch, um gesund zu werden. Das ist natürlich, muss ja sein, ne? Ich muss ja auch irgendwann nächste Woche wieder auf Arbeit. Genau, im Kinderzimmer, da, weiß nicht, also so viel Spielzeug. Schrecklich, es wird Zeit, dass wir jetzt das Kinderzimmer, also ich habe es schon im Groben vorgeplant, wer mir auf Instagram folgt, der hat mein Projekteplanbuch bereits gesehen. Dazu gibt es dann aber auch nochmal, wenn wir mit dem Büro anfangen, nochmal ein kurzes Hallo und Tüdelü von meinem Planungsnotizbuch, also meinem Projektnotizbuch. Das macht riesig Spaß und man kann seine Projekte in und um den Haushalt echt so super planen und weiß auch genau, wie viel Budget hat man zur Verfügung, bleibt man im Budget, wo muss man noch mal ein bisschen Abstriche machen oder aber auch, was muss man noch so ein bisschen sparen, wenn man keine Abstriche machen möchte. Im Schlafzimmer, das ist auch gerade so eine halbe Baustelle, hier ist noch einiges vom Kinderzimmer ausmisten, was ich heute unbedingt wegbringen muss. Also, wenn ich den Kleinen aus dem Kindergarten heute abhole, dann nehme ich das Spielzeug gleich mit in den Kindergarten und bringe es dann dorthin zum Spenden. Die nehmen das immer sehr, sehr gerne, sortieren sich das dann raus, was sie möchten und alles, was sie nicht brauchen können, das geben sie mir dann am nächsten Tag wieder mit und das verschenke ich dann anderweitig. Ja, Wäsche wegräumen im Männerkleiderschrank ist auch immer so eine lustige Geschichte. Das ist eigentlich sein Job und darum habe ich es jetzt nur mal schnell eben so hinein damit. Er muss sowieso wieder aussortieren, hat er mir gesagt, weil einfach einige Sachen nicht mehr so optimal sind und das macht er aber dann selber, drum kann ich das jetzt einfach so reinschmeißen. Bei meinem Kleiderschrank, ja, muss ich auch mal wieder ran. Ich habe auch sämtliche leere Kleiderbügel mal wieder rausgesammelt und auch die Sachen, die neu sind, also die gebrauchten neuen Teile. Ich shoppe ja sehr gerne auf Kleiderkreisel und Percentil, die frisch gewaschen und gebügelt sind, habe ich jetzt auch gleich wieder einsortiert in meinen Kleiderschrank und sämtliche leere Bügel gleich wieder ins Bad gebracht, denn ansonsten habe ich im Bad immer nie welche und wundere mich, wo die ganzen Kleiderbügel sind. Jetzt können wir auch schon jeden Raum durchsaugen. Ihr wisst, also ihr müsst nicht jeden Tag staubsaugen, ne? Wenn ihr ein Haustier habt, nicht eine Haustür, sondern ein Haustier, ist natürlich täglich Saugen echt zu empfehlen. Oder aber auch, wenn du so wie ich ein bisschen allergisch auf Staub reagierst, bedeutet, ich bin Stauballergiker, sobald da mehr Staub im Maß des Erträglichen durch die Wohnung kreucht und fleucht, fange ich wahnsinnig das Niesen an und von dem her brauche ich es eh immer schon einen Tacken sauberer. Natürlich war die dunkle Wäsche dann auch schon wieder fertig. Die habe ich dann noch schnell in achtfacher Geschwindigkeit aufgehangen, damit das einfach auch alles erledigt ist und ich mein Mindestmaß an Ordnung habe, sodass die Wohnung nicht mehr explodiert aussieht, es nicht perfekt sauber ist, aber immerhin noch vorzeigbar ist. Und ich finde das eine sehr coole Lösung und vor allem auch bin ich echt froh, dass ich den Putzplan jetzt endlich mal überarbeitet habe. Ich möchte euch natürlich das fertige Ergebnis nicht vorenthalten. Natürlich geht's perfekter, natürlich geht's noch wunderbarer, aber ich finde, für so eine halbe Stunde
100 Quadratmeter mal kurz ins gerade Licht rücken, finde ich das echt ein perfektes Ergebnis. Und ich denke, eine halbe Stunde gerade dann, wenn noch die komplette Familie mithelfen würde, ist das mit Sicherheit in einer Viertelstunde abgerockt jeden Tag. Und das ist eine total coole, also ich mag's, ne? Ihr merkt ja, ich bin begeistert. Küche ist ordentlich, ich schnapp mir jetzt gleich noch meine Kaffeetasse, mach mir einen frischen Kaffee, kümmere mich noch ganz kurz um die Bearbeitung dieses Videos, also schneiden, vertonen, mit Musik hinterlegen, rendern, auf YouTube hochladen und dann verspreche ich euch, lege ich mich aufs Sofa und lege die Beine hoch und mache einfach gar nichts. Vielleicht mache ich auch einen kleinen Mittagsschlaf. Schlafen soll ja bekanntlich helfen beim Gesundmachen. Und genau, ich zeige euch noch so ein bisschen die Wohnung. Der Hund ist natürlich mal wieder arg gestresst, wie wir sehen können. Also der zu 90%, der schläft 10 Stunden. Das ist so ein Leben, hätte ich gerne. Hier im Wohnzimmer liegen übrigens die zwei neuen Schränke für das Büro. Es ist, irgendwie wird unsere Wohnung nie fertig. Das ist schlimm. Das Bild, ich spachtel jetzt zumindest dann auch noch schnell das Loch zu und dann lege ich mich aufs Sofa, weil ich muss dann eh warten, bis die Fertigspachtelmasse trocken ist. Bügeln macht heute, glaube ich, jemand anders, ich nicht. Im Kinderzimmer ist die fertig gebügelte Wäsche weggeräumt. Es ist wieder alles so mehr oder minder an seinem Platz. Aber hey, der Kleine spielt ja auch, ne? Also es ist zumindest das Bett gemacht, es ist gesaugt, es liegt nicht mehr alles kreuz und quer auf dem Boden rum und es ist dann doch wieder ein bisschen schicker als so überhaupt nicht fertig. Die Putzplanlisten werde ich mir jetzt an jede Zimmertür hängen mit ein bisschen Tesafilm. Und das Schlafzimmer, wie gesagt, da gibt es auch noch so ein paar Baustellen, die ich noch wegbringen muss zum Spenden oder aber auch, die ich einfach ja noch vor mir habe, die ich mir dann auf meine To-Do-Liste schreibe und Kleiderschrank aussortieren beziehungsweise wirklich gucken, was trägt man noch, was nicht. Das mache ich auch an einem anderen Tag, das mache ich nicht mehr heute. Das geht dann noch zum Spenden in den Kindergarten. Dieses Ding soll dann ins neue Büro. Das ist auch nochmal so eine weiße Kiste da hinten. Ich habe mich auch noch drum zu kümmern. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.